Habe ich schon mal gesagt, das hängt damit zusammen, dass ich denke, dass wir heute insgesamt, wir haben uns sehr lange geleistet, so eine diffundierende Organisation. Immer wenn wir ein neues Thema haben, haben wir ein neues Projekt gemacht, haben wir eine neue Bühne, ein neues Produkt, irgendwas Neues. Und das war oft ganz isoliert und hat nach eigenen Logik, eigene Veranstaltungen, eigene Kultureigenheiten produziert. Und das ist für uns Berater oder Stabsleute oder Personalentwickler natürlich einfach, ganz unser eigenes Ding partikular optimiert rauszutun, da was Schönes zu machen und sagen, jetzt überleg mal, wie er es mit all den anderen Belangen in der Organisation zusammenkriegt. Aber da haben auch die Berater und die Dienstleister oft einfach ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Weil wenn sie wirklich den Unternehmen dienen wollen, müssen sie ihre Produkte und ihre Dienstleistungen hoch integrationsfähig in den Alltag der Organisation machen. Weil viele Sachen sind dann einfach daran abgestorben, dass die Leistungsträger der Organisation irgendwann mal gesagt haben, ich habe bitteschön auch noch mal was anderes zu tun, als dauernd in irgendwelchen Innovationssitzungen rumzusitzen und für jede Idee an einem Extra-Event teilzunehmen. Das ist eine gute Idee, eine von vielen. Biet mir doch mal an, wie ich diese Idee als eine zusätzliche Perspektive in das, was ich sowieso tun muss, einbeziehen kann. Aber dann musst du dir Gedanken machen und nicht, du machst was Schönes, stellst du auf die Wiese und ich muss mir Gedanken machen, wie ich es einbaue. Wenn wir eine Telefonanlage kaufen, würden wir das niemals dulden, dass jemand sagt, ich habe hier eine ganz schön, wunderbar optimierte Telefonanlage, ob die in ihr Haus reinpasst. Und wie das mit dem Netz und dem Fax und sowas verbunden werden kann, das ist dann ein Transferproblem, das müssen dann ihre Leute vor Ort lösen. Dem würde ich einen Vogel zeigen. Wenn Berater irgendwelche isolierten, charmanten Ideen einbringen und Leute damit begeistern, was ganz ähnlich ist, wird das eigentlich oft mit Begeisterung und ohne Protest hingenommen, beziehungsweise so ein Chef, der dazukommt und sagt, was soll denn der Blödsinn? Das bringt uns nichts. Überlegt euch mal, was uns wirklich bei uns reinpasst und was bringt, wird dann als ein harter Knochen, der die Vielschichtigkeit der Komplexität und die Schönheit des Beratungsangebots nicht versteht, stilisiert, obwohl bei näherem Hinsehen dieser Mensch es vielleicht nicht besonders gut rüberbringt, aber eigentlich recht hat. Also das sind auch. Da ist die Berater- und Personalentwickler- und Bilderszene auch lange Zeit ziemlich selbstoptimierend und rücksichtslos gewesen. Ich habe immer versucht zu sagen, das geht nicht lange gut. Lass uns wirklich dienliche und integrationsfähige Produkte entwickeln. Die Anne, die so gedankenvoll nickt, die gehört zu den Leuchttürmen in der Beziehung, weil die schon sehr früh das ganz konsequent vertreten hat, zu sagen, es ist nicht so, dass ich da mein Ding mache und die können sich überlegen, wie sie integrieren, sondern ich liefere wirklich integrationsfähig meinen Kunden zu und ich mache mir die Arbeit, es zusammenzuholen. Und das ist ganz klar, wenn es für den Kunden einfach ist, ist es für den Dienstleister schwierig. Und wenn es sich der Dienstleister einfach macht, dann hat es der Kunde schwierig. Und hoffentlich kapiert es jeder, weil sich dann die Spreu vom Weizen auf der Seite der Dienstleister ändern wird. Und dann kann man eben auch nicht mehr die schnelle Markt mit Standardprodukten, die eigentlich genau genommen nirgends wirklich passen, machen, sondern da muss man wirklich lernen, zugeschnittene Produkte machen. Dann ist aber auch nicht mehr das große Geschäft und die leichte Massenvervielfältigung möglich, sondern dann ist es wirklich Handarbeit. Und dafür plädieren wir schon immer. Manches kann man auch wirklich großflächiger multiplizierbar machen, aber nicht, indem man es schematisiert und damit eigentlich den Kundensystem Starrheit und Problematik rüberschiebt. Das finde ich unverantwortlich. So, das wäre. Also ihr merkt, das ist eben jetzt, da kommen wir jetzt rein, das sind jetzt nicht nur Denkinstrumente wie wollen, können, müssen und so, sondern das sind jetzt auch sehr stark Haltungen und Meinungen zu einer Professions- und Organisationskultur, deren Teil wir alle sind und zu denen wir beitragen. Die muss nicht jeder teilen, aber ich will die, von denen wir ausgehen, wenigstens die Fahne dann hochziehen, dass sie jeder sehen kann.
Gibt es dazu im Moment Fragen, Anmerkungen? Nee. Kann ich dann gleich weitermachen mit dem Thema Macht? Gut. Als wir mit dem Thema Macht angefangen haben, war das in den Curricula gar nicht so einfach, weil vielen von uns noch die antiautoritären Haltungen zum Thema Macht anhaften. Das Macht irgendwas von gewalttätig, autoritär, von oben und sonst wie ist. Und es ist eigentlich erstaunlich, ich weiß, vielleicht hat sich es mittlerweile verändert, aber vor 10 Jahren noch, wie viel in unserem Berufsfeld eigentlich immer noch relativ blind an die Macht mäßig unterwegs sind und gar nicht die Macht eher als etwas, gegen das man demokratische Entwicklung setzen muss, ansehen und nicht etwas, was Teil eines demokratischen Systems und Teil jeder guten Organisationskultur ist. Heute haben schon sehr viel mehr Menschen verstanden, wie tragisch es ist, dass das, was mit Macht geregelt werden kann und muss, nicht angemessen mit Macht geregelt wird, sondern man stattdessen versucht, mit Fleiß und Intelligenz und sonst wie das zu regeln. Also da steht dann der Polizist auf der Kreuzung und regelt halt nicht. Und es kann trotzdem gut gehen, aber ganz viele Menschen haben ganz viel Abstimmungsaufwand, damit es da keine Unfälle gibt. Es wäre wirklich einfacher, wenn der Polizist einfach den Verkehr regeln würde. Mir ist eine Einteilung von 3 Machtdimensionen eingefallen, die ich hier sehe. Das ist die Hoheitsmacht, die Schöpfermacht und die Sinnmacht. Die Hoheitsmacht ist sozusagen die feinere Form der Kontrollmacht. Kontrollmacht kann man sich so vorstellen, ein Mensch kann einseitig über die Wirklichkeit eines anderen bestimmen. Sklavenhandel zum Beispiel oder sowas, Guantanamo oder. Die ordentliche und hilfreiche Form davon habe ich Hoheitsmacht genannt. Das heißt, der, der Hoheitsmacht hat, kann über die Gestaltungsmöglichkeiten so verfügen, dass anderen für ihre Wirkungsmöglichkeiten einseitig Vorgaben gemacht werden können. Man muss dazu sagen, solange sie sich in dem Rahmen bewegen, in dem das gilt. Wenn jemand dann kündigt, gilt es dann natürlich nicht. Dann entzieht er sich damit den Hoheitsmachtsfunktionen seiner Vorgesetzten. Beispiele sind dafür, dass eben aus der Organisationsrolle, ich bin der Chef, ich kann letztlich entscheiden, das ist ein hoheitlicher Akt, wir diskutieren verschiedene Ansätze und ich sage dann irgendwann, das ist der, den wir machen. Und da übe ich Hoheitsmacht aus, weil ich meinen Mitarbeitern Vorgaben machen kann, natürlich nicht blind wütig, sondern es muss irgendwie dann natürlich auch lebbar sein, aber ich kann denen von den vielen möglichen Varianten die vorgeben, einseitig, ich brauche nicht ihr Einverständnis, dass sie auch gut finden, dass ich ihnen das vorgebe, was sie umgekehrt nicht machen können. Schöpfermacht, und das spielt heute zunehmend eine Rolle, ist die Fähigkeit, Inszenierung zu schaffen. Also jemand, da merkt man, der versteht was davon, der baut was, der bringt was voran. Andere kapieren das, dass da eine schöpferische Kraft ist und sagen, ich lasse mich von dem beeinflussen, denn der hat Ahnung, was in die Welt zu bringen. Also Schöpfermacht ist von daher also nicht eine institutionelle Macht, sondern eine Macht, die sich aus der Kompetenz und der Begabung eines Menschen, einer Zuständigkeit, einer Instanz steuert. Es muss nicht immer ein Individuum sein. Es kann auch sein, dass ich eine Entwicklungshilfeeinrichtung eines anderen Landes sagt, die haben das bessere Konzept, das überzeugt uns. Wir schließen uns da an und lassen denen die Konsortialführerschaft. Die können das nicht bestimmen, dass wir das tun sollen, aber es überzeugt uns so, dass wir uns deren Einfluss, dass wir erlauben, dass deren Orientierung für uns eine Orientierung bietet. Das ist also Schöpfermacht. Und ich glaube,
Die Hoheitsmacht habe ich ja nur als Unternehmer. Sonst als Seminarleiter, als Freiberufler hatte ich immer diese Schöpfermacht und die Menschen sind halt zu mir gekommen und haben sich an mir orientiert, weil sie das Gefühl hatten, das, was der Mensch da auf die Beine bringt, das ist spannend, da machen wir mit. Davon etwas unterschieden ist das, was ich Sinnmacht genannt habe. Bei der Schöpfermacht gehe ich eher noch davon aus, das ist eine Tugend, eine Kompetenz, über die ich verfüge. Aber das ist nicht alles, weil nicht alles machbar ist. Und da gibt es noch was anderes. Es gibt Menschen, die öffnen sich gegenüber dem, was an Sinnmöglichkeiten im Raum steht. An denen kristallisiert sich etwas, was Menschen Sinn macht. Darüber können die nicht verfügen, sondern die sind so ein Stück auch ein Medium dessen. Die sind Handelnde, aber sie sind auch Empfangende. Und deswegen habe ich das Fügung genannt, um zu zeigen, das ist nichts, worüber jemand jederzeit verfügen kann. Also ein Seminarleiter, ne? Wenn ich zum Beispiel in Fahrt komme, ich kann dann jetzt ein Konzept bringen, das ist klasse. Aber ihr kennt alle Situationen in einem Seminar, dann nützt das nicht viel. Ne? Irgendwie bleibt es lahm. Und dann, wenn man das durchsteht oder plötzlich was findet, dann merkt man, in einem selbst kristallisiert sich es wieder und es wird wieder was. Und man ist dafür durchlässig und andere spüren das und orientieren sich daran und dann entsteht plötzlich wieder ein ganz tolles Sinngefüge. Also das ist schon, wäre vielleicht schon nicht so gelaufen, wenn ich nicht da gewesen wäre. Insofern ist es schon Sinnmacht, die ich verkörpere, aber nichts, worüber ich jederzeit verfügen kann, wenn ich will, sondern ich muss mich dem selbst auch ein Stück anheimstellen. Und das habe ich eben mit Sinnmacht benannt. Wichtig beim Umgang mit Macht ist oft die andere Frage der Ermächtigung. Also wie kommt es dazu? Wie kommt der, der die Macht hat, wie kriegt er seine Macht? Also die Autorisierung. Bei der Hoheitsmacht ist klar, die Autorisierung findet zunächst mal durch die statt, die Hoheitsmacht vergeben können, also die delegieren können. Zum Beispiel, die Berechtigung haben, etwa zur Patientenbehandlung, und die an jemanden geben können, der dadurch diese Berechtigung stellvertretend miterwirbt. Und oft ist man sich gar nicht so recht klar darüber, dass man autorisiert werden muss und wer einen eigentlich autorisieren kann, beziehungsweise dass man selbst autorisieren muss mit um jemanden mit dem Macht ausüben dürfen, auszustatten. Speziell bei der Schöpfermacht ist es eben normalerweise eine Autorisierung durch Kontrakt. Der, der Macht hat, kriegt seine Macht dadurch, dass die anderen ihm diese Macht zugestehen. Wenn sie sie ihm entziehen, dann hat er diese Macht einfach nicht mehr. Also das ist eine vereinbarte Macht. Und heute haben wir ja immer mehr Mixturen von Macht. Also von der Dagmar habe ich ja diesen Begriff der Value Networks gelernt. Wir haben ja heute Fragen der gegenseitigen Beeinflussung über Unternehmensgrenzen hinweg. Da arbeiten mit Behörden, mit politischen Instanzen, mit Unternehmen zusammen. Und die müssen zusammen was auf die Reihe kriegen. Keiner kann es mehr allein. Aber es gibt eigentlich keine Hoheitsmachtsbeziehungen. Bis hin, dass es letztlich gar keine Instanz mehr gibt, die was klären kann, sondern die müssen miteinander klären, was geschehen muss, dass jemand sich von dem anderen beeinflussen muss. Also ist die andere Seite des Verantwortungsdialogs, ist eigentlich der Macht- oder Autorisierungsdialog. Das kann dann der Fall sein, wenn das konkret ausgehandelt wird. Oder die Juristen, die kennen ja den Vertrag durch konkludentes Handeln, wie das so schön heißt. Das heißt, ich räume dem anderen einfach Einfluss ein, indem ich mich an ihm orientiere und komplementär mich verhalte. Das ist durch Tun eigentlich eine Autorisierung durch Kontrakt. Ich habe gesagt, die Autorisierung ist die Schwester der Macht, weil Menschen beklagen sich manchmal gern darüber, dass sie Gegenstand der Machtausübung anderer sind. Und der Gunter Schmidt und viele fragen uns ja, okay, was tust du denn, dass der Macht über dich hat? Also wie autorisierst du denjenigen?
Ich autorisiere ihn zum Beispiel dadurch, dass ich ihm jederzeit auf der Klaviatur meines schlechten Gewissens spielen lasse. Aber dann ist nicht der andere der Bösewicht, sondern wenn ich wenn es ein elektrisches Klavier ist, ich den Stecker rausziehe, dann kann der spielen, solange der will. Der hat keinen Einfluss auf mich. Ich merke, dass ich durch mein Verhalten den anderen autorisiere und deswegen Verantwortung für meinen Part in einer Machtbeziehung übernehmen muss. Und dann gehe ich aus der Opferrolle raus und kann überlegen, was kann ich tun, um mit Machtbeziehung dann nach meinem Gusto gut umzugehen. So, dann ist die Macht auch schon zu Ende. Und wenn dann im Moment keine Fragen sind, ist damit auch der sprachliche, bewusst-methodische Anteil zu Ende, in dem ihr was mitschreibt oder denkt. Und ihr hört am Absinken meine Stimme in die Eriksonsche Dimensionen, was angesagt ist. Aber wer die nächste halbe Stunde mal aufs Klo möchte, sollte lieber jetzt gehen. Wir machen ganz kurze Lüftungspause, dass ihr euch ein bisschen regeln könnt und für euer Wohlbehagen sorgen. Und dann machen wir eine geleitete Fantasie mit nachfolgendem Austausch. Also wer je mal, ich habe ja, Lautsprecher habe ich ja nicht da, aber das habe ich ja auf meinem Rechner, Milton Erickson im Original. Und da ist mir gerade im Gespräch mit der Dagmar eine Anekdote eingefallen, als ich 1979 bei Erickson war. Da landete ich also in diesem glühend heißen Phoenix in Arizona und fuhr dann zu dem Haus von Milton Erickson, und er hat sein Seminar in einem Hinterhaus gehabt. Da waren so vielleicht 16 Leute, saßen da im Kreis. Und es war ein Fernsehteam da, weil diese Woche wurde aufgezeichnet, und die Aufzeichnung ist verschriftlicht in dem Buch Meine Stimme begleitet euch überall hin. Klett Verlag ist es, glaube ich. Ich bin darin der Siegfried. Und ich saß da in der Runde, und Erickson wurde ja im Rollstuhl reingefahren, vielleicht habe ich mich deswegen jetzt hingesetzt. He was a nice old guy, a former farmer's boy. Und er hatte ja zweimal in seinem Leben Polio gehabt und war doch schon recht krank. Und deswegen, und leichte Lippenlähmung und Zwerchfelllähmung, deswegen, it was not really easy to understand his American English, especially for a German who speaks a kind of Teutonic English. Aber eine Zeit lang ging es ganz gut, dass ich einigermaßen verstanden habe, was der Mann vor sich hin brudelt, sagt man auf Schwäbisch. Aber nach etwa einer Stunde versagte mein Hirn und ich hörte nur noch und ich dachte, was ist jetzt los? Und ich beugte mich vor und guckte immer mehr. Ich hörte und dann ein Fernsehtechniker meinte, ich habe akustische Hörprobleme, und reichte mir dann einen Mithör-Kopfhörer. Und dann hörte ich sehr klar und deutlich jetzt durch den Kopfhörer, woran man leicht erkennen kann, dass die Diagnose falsch war, dass es ein akustisches Problem war. Und ich habe mich dann fürchterlich geärgert. Ich war ja tausende von Kilometern geflogen, und ich hatte als junger Studienberater also das Geld ja nicht so locker, aber wir waren damals ja noch so gestrickt, wenn was interessant war, sind wir hingeflogen, egal wo das war. Wir haben da nicht gleich gefragt, was uns das bringt. Und nach einigem inneren Aufbegehren habe ich dann irgendwann aufgegeben und meinte, die restlichen Stunden da gesessen zu haben. Und die produktive Lernhaltung bei Erickson, die sieht ja etwa so aus.
Und wenn jemand da sitzt und so, denkt man, was ist mit dem, lernt er nichts. Aber es war auch ein bisschen einseitig. Also ich saß dann vielleicht nicht so, aber schon auch etwas getrübt und dachte, gut, der Tag ist gelaufen. Am nächsten Morgen war es dann besser, irgendwas in meinem Hirn hat sich wieder eingeschaltet und ich konnte also diesem Geplätschere dann wieder Worte entnehmen und Sinn und Bedeutung zuordnen und es war eine sehr spannende restliche Woche. Aber den Montag hatte ich halt versäumt, aber ich hatte ihm ein Clipmikrofon angehängt und hatte eine Tonbandaufnahme davon. Und das war sehr wirkungsvoll, was daraus folgte. Ich kriegte so eine Art Beziehungswahn, was ja ganz nützlich sein kann. Ich glaubte nämlich irgendwann, der sagt alles nur zu mir. Jeff Zeig, der ja heute der Präsident der Ericsson Foundation ist, der hat mich kurz drauf besucht, ein paar Wochen drauf, und hat mich, was ich schon fürchtete, etwas ernüchtert, indem er gesagt hat, ich wäre ihm sympathisch gewesen und das ein oder andere hätte auch mir gegolten. Aber es war natürlich klar, dass nicht alles für mich war. Es war mir aber egal, ich habe nichts mehr hergegeben. Also so ein Beziehungswahn, wenn er sich in Grenzen hält, kann fürs Lernen sehr nützlich sein. Ich kann das nur weiterempfehlen. Und insofern habe ich in dem Jahr mich ganz viel umsetzen sehen und da hat es eben die Vorstellung von Erikson, Your unconscious mind will know, hat bei mir voll funktioniert. Ich merkte plötzlich, dass ich Sachen machte, wo ich erst nachdem ich längst im Gang war, ich merkte, ach, das habe ich ja bei Erikson gelernt. Aber es, wie Günter Schmidt es sagen würde, es war längst in Aktion, alles auszuprobieren, was es beim Meister abgezogen hat. Nach einem Jahr etwa dachte ich so, und jetzt will ich noch wissen, was am Montag war. Und dann, wir hatten noch keine Kinder, da konnte ich also an einem Frühjahrstag im März, war besonders warm, ich lebte in Heidelberg am Uniplatz, habe ich mich da in die Sonne gelegt, großen Lautsprecher, einen links, einen rechts, einen Kaffee getrunken und den Montag eingeschaltet, um endlich zu erfahren, was er eigentlich montags alles gesagt hat. Und dann nach einer Weile dachte ich, das kann nicht der Montag sein, denn das weiß ich alles. Dann bin ich aufgestanden, wollte eine andere Kassette reinlegen, aber es war wirklich der Montag. Und ich habe es bis zu Ende angehört und da war nichts auf der Kassette, was ich nicht kannte. Und dann habe ich mich gefragt, wer hat jetzt gehört und wer hat alles verstanden? Das ist mir heute noch nicht so ganz klar. Ich weiß jetzt nicht, warum mir das vor dieser geleiteten Fantasie eingefallen ist. Und heute ist ja auch gar nicht Montag. Oder doch? Nein. Nein, heute ist Donnerstag. Also insofern an diesem Vertrauen, dass das Unbewusste dann doch manchmal sehr viel mehr aufnimmt, als das Bewusstsein gleich mitkriegt, ist dann doch was dran gewesen. Also zumindest bei mir, verbunden mit Beziehungswahn, den ich nur empfehlen kann, hat es sehr gut funktioniert. Der fällt dann von einem ab normalerweise. Also so nach 2, 3 Wochen wird man dann wieder nüchtern. Aber es bleibt einem die Erfahrung und das ist das Schöne. So, and this guy Erikson, he had a voice you couldn't resist to falling into a deep trance. So. Je älter ich werde, desto mehr glaube ich, und dass eigentlich das Wichtigste ist beim Anleiten einer Trance ist, dass man selbst dazu bereit ist und eine gewisse sinnmachtmäßige Entscheidung trifft, dass es jetzt uns allen widerfahren kann. Und dann kann man auch irgendwelche Techniken verwenden, das ist aber nicht so wichtig. Wichtig ist, dass man eine eigene Besinnlichkeit findet, die sich dann eben auch in eine Art zu sprechen über die Schallwellen ausdrückt und bei den anderen ankommt. Und ich weiß nicht, wie viel Erfahrung du damit hast, in diese andere Aufmerksamkeit zu verfallen. Es ist ja nicht notwendig, besonders tief irgendwie in eine Schläfrigkeit zu verfallen. Trance nach dem Verständnis von Erikson ist ja auch einfach eine besondere Art der Aufmerksamkeitsorganisation.
Du löst deine Aufmerksamkeit von einigen der äußerlichen Dinge deines Tagerlebens, deines Tagbewusstseins. Und ob du es recht mitkriegst oder nicht, wendest sich dein Interesse mehr den Bildern, die in dir aufsteigen, oder den Empfindungen deines Körpers oder den Geräuschen, die in dir wach werden, zu. Und das ist eigentlich ganz egal, wie du das genau machst. Da hat jeder seine ganz eigene Art, was da eine besonders gute Weise ist, sich den inneren Bildern und dem, was für dich wichtig ist, zuzuwenden. Wahrscheinlich bleibt die Wahrnehmung der äußeren Dinge, wie zum Beispiel der Ventilator an der Decke, den du hörst. Und es ist ja auch gut, dass die äußere Welt weiterhin ihren Gang geht, aber es ist nicht notwendig, dass du deine Aufmerksamkeit dort belassen musst, sondern gerade weil du im Äußeren wohl und geborgen bist und die Welt ihren Gang geht, kannst du dir eine Auszeit nehmen und dich mehr auf das besinnen, was in dir an Wirklichkeiten, an Fragen, an Bildern, an Bewegungen entstanden ist, zu dem, was in dem Tag bisher geschehen ist. Ich habe keine Ahnung, ob du da ganz deine eigenen inneren Wege gehen möchtest oder ob du Interesse hast, dich ein Stück von mir entlang dem Thema, entlang von Szenen und Betrachtungen zu Macht und Verantwortung führen lassen möchtest, da bist du ganz Hüterin deiner eigenen inneren Wirklichkeit. Und es kann sein, dass du auch hin und her meanderst zwischen deinen ganz eigenen inneren Erleben und dem verbunden bleiben und sich zwischenrein einklinken der Betrachtungen, die ich so vor mich anstelle und die du für dich übernehmen kannst. Menschen sind so unglaublich verschieden. Und so hat jeder seine ganz eigene Art, sich Wirklichkeit zu bereiten. Manchen helfen Bilder der Entspannung, Erinnerungen an Orte, an denen sie das besonders gut können, wie zum Beispiel eine Badewanne mit warmem, wohlduftendem Wasser, das den Körper umspült. Oder vielleicht das Anfangen eines Sommerregens nach einem schwülen Sommertag. Oder das schwebende Fallen der bunten Blätter an einem Herbsttag. Für viele Menschen ist es der Blick in ein flackerndes Feuer oder den Möwen, die über einem Strand schreiend fliegen und sich vom Wind tragen lassen, ganz leicht und schwerelos, um von dort einen guten Überblick über die Welt da unten zu haben. Und so wirst du ganz für dich vielleicht eine gute Spur finden. Und ich möchte anbieten,
ein paar Szenen aus deinem Leben zu finden und vielleicht einige Wörter, Fragestellungen und Bedeutung aufzunehmen. Manchmal ist es ganz interessant, sich in die Zeit der eigenen Jugend oder Kindheit zu versetzen. Sei es, dass man in einer Familie groß geworden ist, oder sei es, dass man eher an das größere Umfeld denkt, Menschen, Freunde, Nachbarn, Schüler, Lehrer. Und dort erwirbt man seine ersten und manchmal prägenden Erfahrungen zum Thema Verantwortung und Macht. Und vielleicht fallen dir ganz spontan dann Szenen aus dieser Zeit oder jeder anderen, die für dich interessant ist, ein. Vielleicht Szenen aus der Schule oder aus der Gemeinde oder in der weiteren Verwandtschaft oder halt auch zu wesentlichen Fragen der Lebensgestaltung in der direkteren Familie. Und man kann da zum Beispiel erstmal ziemlich pauschal sein Gefühl befragen. Hast du das Gefühl gehabt, dass alle wichtigen Fragen irgendwie auch versorgt waren? War eigentlich klar, wer Antworten geben muss? Und die Antworten zu geben versucht haben, waren das eigentlich die, die das auch durften und auch mussten, weil es ihrer Stellung entsprochen hat? Oder ist da manches vielleicht auch irgendwie undurchschaubar oder nach deinem Gefühl nicht so richtig am rechten Platz gewesen? Vielleicht gab es auch Diskussionen, Klärungsversuche in der Familie, wer eigentlich für was verantwortlich ist. Und wenn dann mal was schiefgegangen ist, wer hatte es denn dann ausbaden müssen? Und konnte man dann darüber reden? Konnte besprochen werden, wie eigentlich mit der Frage hätte umgegangen werden sollen. Und diejenigen, die es dann auch getroffen hat, die Probleme kriegten, wenn was nicht so gut gelaufen war, mussten die das mit sich abmachen oder konnte man auch den Zusammenhang herstellen, wie nächstes Mal, wer auf welche Weise die Sache anders angehen müsste, damit es nicht wieder da landet. Und wenn jemand das versucht hat, zu sagen, wie er sich das vorstellt und auch denjenigen in Anspruch zu nehmen, von dem er denkt, dass er da hätte was tun sollen, wie hat der denn dann reagiert?
Das kann ja auch mal was daneben gehen. Hat man was draus gelernt und geklärt oder ging es eigentlich wieder und wieder auf die gleiche Weise daneben? Und wer war es dann, den es getroffen hat? Und wer war es dann, der sich vielleicht eher gedrückt hat? Und wie ist man dann miteinander umgegangen? Und wenn du heute daran zurückdenkst, was für Spuren hat das denn in dir hinterlassen? Und vielleicht fällt dir auch die eine oder andere Situation aus deinem heutigen Erwachsenenleben ein, wo Dinge vielleicht ganz ähnlich sind, wie du sie von damals kennst. Oder vielleicht gerade ganz anders, sodass du ganz verschiedene Arten kennengelernt hast, damit umzugehen. So gibt es viele Bilder und Erlebnisse, die aufgerufen werden durch das, was du heute über Verantwortung gehört hast. Und vielleicht wird das Thema dich auch noch eine Weile beschäftigen und du wirst nachher anderen ein bisschen was erzählen und beim Erzählen kommen dann vielleicht noch mehr dazu. Und wir können das Gleiche dann auch nochmal probieren mit dem Wort Macht. Wo in deinem Leben hast du selbst Macht erfahren oder dich auch anderen gegenüber mächtig gezeigt? Wenn du magst und es für dich komfortabel ist, kannst du auch da zurückgehen in deine Kindheit, in deine Jugend, dass dort Szenen für dich auftauchen. Falls es dort vielleicht ein bisschen unbehaglich wird, ist es in Ordnung, das aus Abstand zu tun und zu wissen, dass das Vergangenheit ist und du dich nicht heute ganz dort hineinbegeben musst. Genug, um zu verstehen, aber nicht nötig, dich betreffen oder beunruhigen zu lassen. Was immer du für Szenerien für dich findest, wer hat dort eigentlich am meisten Macht? Also an wem orientieren sich andere, wer versucht anderen Vorgaben zu machen und sie müssen sich damit auseinandersetzen?
Und die, die Macht ausüben, wie kommen sie dazu? Eher weil